herzlich willkommen zurück zu Nintendo Connect und dem Pocket Monster Update vom 6. März 2019. Ja, gestern ist das nächste Pokémon Go Event gestartet, allerdings war ich dann doch in München etwas beschäftigt. Wer weiß, wo ich gewesen bin, der folgt mir natürlich auf Twitter. Ja, fangen wir doch einfach mal an, was wir denn verpasst haben. Und zwar geht der Kampf-Showdown wieder los. Letztes Jahr hatten wir schon den Kampf-Showdown einmal. Da haben wir Arenen besser einnehmen können. Wir haben also mehr Punkte gekriegt, um die Arena-Orden zu leveln. Und wir hatten Makuhita sowie Militia als Shiny. Ja, das wird dieses Jahr ein bisschen wiederholt. Nur, dass die möglichen Shinies Menki und Macholo sein können. Und zwar beginnt es seit gestern um 22 Uhr, das Event, und geht bis zum 12. März. Jetzt lasst mich nicht lügen, das ist der nächste Dienstag um 22 Uhr. Wer sich jetzt wundert, warum hier eigentlich da 13 Uhr minus 8 und da minus 7 steht, verrückte Sache. Die Amerikaner haben sowas wie Daylight Savings. Und, naja, ich glaube, allgemein übersetzt man das mit Zeitumstellung. Ja, die Amerikaner haben sowas auch. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwann da mal von loskommen wollen, aber die machen es auf jeden Fall früher als wir. So, was erwartet uns im Event? Und zwar, habe ich schon gesagt, schillerndes Menki oder schillerndes Macholo, zweifacher Fang, Kampf und Raid Sternenstaub. Das heißt, wenn ihr einen Raid-Tour plant, Sternenstück nicht vergessen, ganz wichtig. Zweifache EP für Arena-Orden, das ist das, was wir letztes Jahr schon hatten. Die Arena-Orden steigen schneller im Level auf, also es lohnt sich jetzt auch wirklich, die Viecher mit Beeren zu füttern, wenn ihr die Arena verteidigen wollt. Bis zu 5 Belohnungen pro Tag durch Trainerkämpfe, inklusive Sonderbonbons. Nicht zu unterschätzen, einige haben immer noch nicht ihre Sinnoh-Steine und ja, gebt euch die Kante, Punkt. Und bis zu 3 Belohnungen pro Tag durch herausfordernde Arena-Leiter. Ich habe tatsächlich heute 3 Sinnoh-Steine hintereinander rausgekommen, deswegen ich mich nicht beschweren werde. Und genau, eine neue Attacke, den Steigerungshieb für bestimmte Pokémon, der übrigens auch den Damage erhöht. Ja, von daher, geht raus, Trainer, und gibt ihm. Aber das war ja noch nicht alles. Heute hatten wir auch noch eine Ankündigung mit, plant ihr eine Reise nach Berlin? Und zwar gibt es eine Reisemesse in Berlin, die vom 6. bis zum 10. März stattfindet. Und dort gibt es nochmal doppelt so viel Sternenstaub. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, ob das stackt. Das wäre jetzt mal ganz interessant zu wissen. Lokmodule halten 4 Stunden lang. Ich vermute auch innerhalb von Berlin. Und Teddy Ursa und Ursaring laufen häufiger auf. Jetzt habe ich noch nichts davon gehört, dass es shiny sein soll. Aber es kann natürlich auch sein, dass es mal wieder 6.22 Uhr... am 6. März, also heute um 22 Uhr erst aktiv wird. Das werden wir wahrscheinlich morgen erfahren und ja, wir werden sehen, ne? So, jetzt kommen wir zu ein bisschen Gerüchteküche, das ich heute aufgeschnappt habe über die Kollegen der Gameswelt. Und zwar scheinen ein paar Gerüchte zu brodeln, dass in Pokémon Schwert und Schild das erste Mal seit Gold und Silber eine geheime eine zweite Region zu finden ist. Ähnlich wie in Gold und Silber, wo man Johto bereist hat, konnte man zurück nach Kanto, was die Gold- und Silber-Edition zum einen sehr viel größer gemacht hat als das allererste Spiel. Außerdem war es geil, einfach wieder zurückzukommen und die alten Leute wiederzusehen. Ich werde jetzt nicht großartig ins Detail reingehen. Wer das Theorycraft nicht so sonderlich gerne mag, der kann das jetzt einfach ignorieren. Ansonsten findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Ja, und sagt den Kollegen Hallo. So, jetzt kommt etwas, was für die Figurensammler unter uns ein bisschen interessanter sein könnte. Natürlich hat das Ding hier kein Bild. Das ist ja wieder super. Und zwar wurden auf dem Wonder Festival die ersten Polygo-Pokémon-Figuren angekündigt. So sehen sie aus. Und natürlich kosten die auch ein gutes Stück, aber die sind nicht gerade klein, weil, ich habe die Seiten extra auf, damit ihr meinen Größenvergleich seht, es gibt Pikachu, es gibt Mewtwo, es gibt Glurak und ja, Pikachu ist groß wie eine Handfläche. Glurak ist mit Abstand das größte und kostet auch 41,96 nach derzeitigem Wechselkurs und nimmt 2 ganze Hände ein. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass das Japaner-Hände sind, weil sonst wäre das ein bisschen lächerlich, wenn ein Europäer das in die Hand nimmt und selbst die Faust rumschließen könnte. Nein, so schlimm wird es nicht sein. Aber ich freue mich drauf, wenn ich so ein Ding mal in Natura sehe. Ich meine, wow, oder? Und natürlich der Vollständigkeit halber haben wir noch hier Mewtwo.
Die Pokémon kann man auch ein bisschen justieren, das heißt, man kann die Hände ein bisschen verändern. Bei Glurak kann man den Kopf verstellen, genau. Und bei Pikachu bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, der Stets und ja, man kann den Kopf schieflegen. Ja, das, wer sich sowas gerne auf den Schreibtisch stellen mag oder ins Regal, greift zu. Kevin wird diese Links unten in die Videobeschreibung packen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr die über diese Links bestellen. Ihr bezahlt keinen Cent extra. Wir kriegen nur ein klein bisschen Provision von dem Verkauf. Wie gesagt, ihr bezahlt nichts extra. Die kriegen eher weniger. So, jetzt zum kleinen Rausschmeißer sozusagen. Eine mexikanische Zeitung hat ein Meme aufgegriffen und hat daraus gefolgert, dass eine dritte Edition angekündigt wurde, und zwar Pokémon Gun. Das passiert, liebe Leute, wenn man nicht richtig recherchiert, wo seine Quellen herkommen. Und wenn man ein Meme in einer Lokalzeitung dann als News verkauft, ja, dumm gelaufen. Ja, das wäre es eigentlich an dieser Stelle auch wieder. Wie ihr vielleicht schon im Hintergrund gesehen habt, ich und Nidoqueen und Raichu, wir stehen endlich vor den Top 4, beziehungsweise wir sind noch auf dem Weg durch die Siegelstraße. Und ich glaube, ich werde auch heute Abend endlich mal die Top 4 verprügeln. Ja, haben sie verdient. Außer Lorelei, die ist cool. Die besiege ich einfach nur. An dieser Stelle wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, wünsche einen schönen Donnerstagmorgen, wir haben Halbzeit in der Woche, ich bin wie immer Neuzugang Alex und tschö.